der hieß auch so Haitöter, denn er hat mir erzählt, der hat mal im Urlaub so ein Babyhai am Strand, also im seichten Wasser, gefangen und getötet. Ein Babyhai, na klar, mit 14 oder so, ist klar. Und der gleiche Typ hat mit einem Hammer einen Baum gefällt. Mit der stumpfen Seite des Hammers wohlgemerkt, nicht mit der spitzen, nee. Mit der stumpfen Seite knüppelt er dagegen, immer wieder, bis der Baum umgefallen ist. Ja, so war das. Here we go. Dieses Spiel kann das Letzte sein. Was ist das? Was ist es? Achso, was ist das? Achso, so heißt das Spiel. Was ist das? Das hat jetzt aber gut gepasst, oder? Das könnte das letzte Spiel sein. Was ist das? Nein, es heißt, was ist das? Ein unkenntliches Foto wird nach und nach klarer. Was? Sobald ihr eine Ahnung habt und wählt eine Antwort aus, ist die Antwort falsch, bekommt euer Gegenspieler den Punkt. Er kann auch versuchen, die Frage zu beantworten und sich so einen zweiten Punkt sichern. Also blamieren oder kassieren im Prinzip, ne? Es gewinnt der Spieler, der zuerst 5 Punkte hat. Freunde, 5 Punkte! Okay, Steuerung, mal kurz schauen. Ich muss wahrscheinlich nur was anklicken. Y, ja, okay, um zu buzzen. Und mit der Maus auswählen. Alles klar. Gut, dann, ja, Attacke, ne? Wir spielen jetzt eine moderne zuerst 5 Version Punkte. Von Ich sehe was, was du nicht siehst. Ihr spielt gleichzeitig. Ein unkenntliches Foto wird nach und nach klarer. Okay. Was, sobald ihr eine Ahnung habt und wählt eine Antwort aus. Ist die Antwort falsch, bekommt euer Gegenspieler einen Punkt. Er kann auch versuchen, die Frage zu beantworten und sich so einen zweiten Punkt sichern. Der Spieler, der zuerst 5 Punkte hat, gewinnt. Gut, Steven, ich bin bereit. Los geht's! Aufgepasst, wir fangen an. Okay. Ja, Schwein, oder was? Glücksschweinchen, würde ich sagen. Ja, müssen passen. Passt. Glücksschweinchen. Okay, das ist ein recht einfaches Spiel. Geht's eigentlich nur darum, wer schneller ist. Was ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Die sind ja richtig hässlich. Oder die sind ja nur hässlich. Aber gut. Aber gut. Okay, was haben wir hier? Ja, das ist, eine Reiterstatue. Kandare. Das ist auf dem Brandenburger Tor, aber wie heißt das? Heißt das wirklich Reiterstatue? Ja, heißt das, okay. Was hat der Namen? Die Quadriga. Genau, die Quadriga. Gut, das ist jetzt vermutlich nicht auf dem Brandenburger Tor. Das sah ein bisschen so aus. Das ist einfach nur ein Reiterstatue, tatsächlich, ne? Okay, was haben wir jetzt? Ein Ofen. Oder was? Ein Herd. Ja, ist passt. Gar nicht so das ist ja ein Easy-Spiel, sag mal. So, ein einfaches Entscheidungsspiel. Ja, sag ich nicht nein, ne? Aber in 3 Minuten Part. Easy. Aber ich glaube, wir machen danach, wenn das jetzt wirklich so schnell vorbei ist, machen wir danach ein paar geile Minispiele. Okay, was haben wir hier? Das Messer. Schwierig. Sägemesser müsste es sein. Kann ich auch noch, ne? Ja, Sägemesser. Ja, Sägemesser. Und das war's. Zack. Punkt von Raab, Punkt von mir. Feierabend, Raab. Wir haben den verdammten Raab geschlagen. Yeah. Und im nächsten Spiel... setzen wir den Raab auf schwer auf jeden Fall. Können wir ja noch ein bisschen mehr, schätze ich mal. So, jetzt gucken wir uns erstmal die Siegerehrung an. Mal sehen, wie viel ich gewonnen habe, ne? So, sehen wir mal, wie es steht. Tja, 61,5 meiner. Das war nix. Es ist vollbracht. Der hat verloren. Gratulation. Es ist vollbracht, Leute. Wir haben den Raab geschlagen, Mann. Yeah. Mega. Ist ja mega. Okay, dann machen wir jetzt noch... Boah, ich habe 500.000 Credits gewonnen, okay. Was können wir denn machen mit dem Credits Bonusladen? Lass mal gucken. Oh, okay, wer kann Haufen Scheiß machen? Okay, Minigames. Hier, die sind noch nicht frei. Ah, die kann man freischalten, ja nice. Okay, oh, Armbrustschießen, das hat schon mal richtig Bock gemacht. Eisenbahn klingt auch lustig. Fehlerbilder hatten wir schon, da hatten wir auch Flitschen. Das war nicht so prall. Bäume fällen, das klingt gut. Komm, das kaufen wir, oder? 50.000? Ja, komm, gönnen wir uns. 50.000. Hier, Armbrust schießen wir auch geil. Holen wir uns auch. Wie haben wir noch? 400.000. Mann, wir können ja alles kaufen, wa? Dann holen wir alles. Wir können wirklich alles Kartenduell. Nehmen wir. Schätzen, ja, aber nicht so mein Fall. Aber belügt, nehmen wir mit. Fehlerbilder. Heißt zwar verloren, aber... Obwohl, warte mal, es gibt ja noch mehr. Outfit zum Beispiel. Oh, die sind teurer, okay. Was sag ich mal in, ja? Ja, man kann ja nicht mal sehen, welches. Aber das gehört zu meinem Figur auf jeden Fall. Der hat die Mütze auf.
Ja gut, komm Leute, oder? Dann gönnen wir uns ein neues Outfit. Lass mich mal hier nochmal gucken. Okay. Okay, ein Haufen Raben. Was haben wir hier? Illustration 5. Ja, nehmen wir den mal mit. Geht sich auch nicht so genau. Wissenswertes. Zuschauervoting. Hä? Sendung Verletzung? Ach so, dann kann man sich zur Sendung was anschauen. Okay. Gut, dann holen wir uns noch ein neues Outfit. Vielleicht, ich weiß es nicht. Holen wir mal das hier. Zack. Holen wir mal das Outfit. Okay. Und dann lasst uns doch noch, ein bisschen Zeit haben wir ja noch, lasst uns noch ein, zwei coole Spiele machen. Wähle Mitspieler oder Computer, genau, Computergegner. So, wir wollen mal wir sind der Papa, ne? Wo ist der Papa? Otto gibt's leider nicht, wisst ihr ja. Aber Kampfzwerg, das wäre lustig. Ich bin hier nur 1,5 Meter groß, aber okay, wir sind aber der Papa. Diese Damen und Herren stehen. Okay, lassen wir unser neues Outfit abchecken. Jawohl, geil. Da nehmen wir. Alle gespannt, wie was mit der neuen Charakterillustration? Was soll das denn sein? Wow, 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 Gott, geil, wie viele Spiele. Wollen wir mal ein neues spielen von eben? Was haben wir hier noch alles sortieren? Wo liegt was? Wer weiß mehr? Wer lügt? Okay, das sind die ganzen. Ah, okay, das sind die ganzen Wissensspiele, sage ich mal. Und hier sind die richtig, also die Action-Spieler. Und dann lasst uns Spaghetti. Lass uns mal Bäume fällen nehmen. Ihr sollt in einer Minute so viele Bäume fällen wie möglich. Okay, mach mal. Los geht's. Nächstes Spiel. Bäume fällen! Bäume fällen, okay. Ja, wir holen danach und nach noch alle Spiele und ich mache noch eine kleine Minispielrunde. Später. So, ihr sollt in einer Minute so viele Bäume fällen wie möglich. Steuerung. Bewege die Maus nach links und rechts, um mit der Axt zu schlagen. Okay, bam, bam, bam. Die besten Ergebnisse erzielst du, indem du im Rhythmus bleibst. Okay, drücke die Y-Taste, um den Baum umzuknicken. Das muss allerdings nicht funktionieren. Wer gut. Gewinnt. Muss nicht funktionieren, sagt er. Wäre aber schön, wenn es funktioniert, ne? Egal. Als nächstes wollen wir den Forst etwas aufräumen. Ihr sollt in einer Minute so viele Bäume wie möglich fällen. Mach mal. Na gut, wollen wir mal gucken, was abgeht. Y, den Baum umzuknicken. Ach du. Okay, im Rhythmus bleiben. Aha. Okay. Was? Schnell. Oh, okay. Baum umknicken. Probier ich mal. 2, 3. Y. Papa, ja, darf man das? Ja, easy. Warum nicht? Easy. Machen wir noch 2 Schlägen. Nee, okay. Kostet nur Zeit. Zu langsam. Ach so. So wirklich mit Schwung muss man das machen, ja, mit Schmackes. Das sieht soweit gut aus für dich. Zack. Oh, das war wieder zu schnell, okay. Umknicken, komm. Na, du wo reichen hier? Zack. Easy peasy, man. Zack. Umknicken, komm, Papa, das reicht. So geht es natürlich. Mal gucken, was der Raab erstmal macht, ne? 4 Stück noch. Ah, das wird eng. Da wird natürlich versucht, Sekunden zack. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Also alle schaffen wir nicht mehr. Aber den kriegen wir noch, komm. Hauen um! Papa, nein! Nein! Oh Mann, verdammt! Ich hätte noch nicht Y drücken sollen. Oh, aber wollen wir erstmal schauen, was der Raab macht. 6 muss er erstmal schaffen, also, ne? Also, ran an die Axt. So, jetzt bin ich gespannt, was der Raab macht. Oh, er geht auch richtig ran hier, wa? Nee, Raab, so nicht, Freundchen. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. So nicht. Daneben! Daneben hier hauen. Zack. Okay, wollen wir das überspringen? Es ist auch nicht so das Spannendste, sage ich mal, zum Zuschauen. Also bei mir vielleicht, weiß ich nicht. Oder ist er stecken geblieben? Ja, komm, überspringen wir mal, wa? Ohne Scheiß, Freunde. Ohne Scheiß, Freunde. Ich kannte mal einen Typen, der ist schneller. Papa, es ist sehr schön, eine Naturliebe. Ah, nee, er hat auch 6. Ah, okay. Ich kannte mal einen Typen, ohne Scheiß, der hat in einem Wald einen Baum, so in etwa, so eine Dicke des Baumes, hat er mit einem Hammer. So hat er dagegen gekloppt. Mit einem Hammer. So lange, bis der Baum kaputt war. Und darum hieß der Typ bei uns Haitöter. Also nicht deshalb, der hieß auch so Haitöter. Denn er hat mir erzählt, der hat mir im Urlaub so ein Babyhai am Strand, also im seichten Wasser, gefangen und getötet. Ein Babyhai. Na klar. Mit 14 oder so. Ist klar. Und der gleiche Typ hat mit einem Hammer einen Baum gefällt. Mit der stumpfen Seite des Hammers wohlgemerkt. Nicht mit der spitzen, nee. Mit der stumpfen Seite knüppelt er dagegen. Immer wieder. Bis der Baum umgefallen ist. Ja, so war das. Okay, so, wollen wir noch einmal Armbrustschießen machen. Das war göttlich. Das war nur geil. Lass uns Armbrustschießen machen. Als letztes Spiel für diese Staffel, wenn man so will. Noch eine Runde Armbrustschießen.
Und wir fangen direkt an. Die Regeln sind uns bekannt. Kann direkt losgehen, Steven. Wir sind bereit. Bereit. Dann wollen wir mal beginnen. Und los. Letztes Mal, was war unser Rekord? Das wüsste ich jetzt gern. Ich weiß es aber nicht mehr. Okay, feuern wir mal an. Ja, los geht's. Und auf jeden Fall will ich über 40 in jeder Runde. Ja, der war gut. Ah. Oh, nein, 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 nein. Okay. Beeindruckend. Kann man mitarbeiten? Kann man erstmal mitarbeiten? 45, sehr gut. Von 50, ne? Ja, das geht doch, oder was? Das geht doch ganz gut, sag ich mal. Erstmal gucken, was der Raben. Ich habe schon mal einen blauen gesehen. Ja, das ist ja nix. Bitte. Das ist ja nix, Mensch. Da brauchst du gar nicht erst anbieten, Junge. Komm, wir machen das. Wir zeigen dir mal, wie das geht, Rab, ne? Aha. Ah. Ja. Ah. Genau, ja, Mann. Das ist ein straight in 9er Runde. 46. Oh, wenn wir jetzt noch die 50 schaffen, dann lege ich hier einen Striptease hin. Aber nur oben rum, also nur am Kopf rum jetzt. Okay, wollen wir erstmal schauen. Der Rab, der ist mir ja, der kriegt das eh nicht auf die Kette. Den muss ich gleich mal auch noch auf schwer stellen. Oh, 42 immerhin, na doch, na gucke. Den muss ich gleich mal auf schwer stellen, den Rab. Das ist ja momentan keine Herausforderung, der Junge. Also so lockst hier kein Item auf dem Vor, aber so schon. Toll. Wie geht das denn? Super. Ja, Mann. Was für ein Blattschuss. Oh. Ast rein. Oh, 48. Nach der Rechnung müssen wir jetzt eigentlich die 50 erreichen, wenn ich das richtig sehe. Immer zwei mehr. War's doch, oder? Na, so, und wenn ich jetzt mal den Satz des Pythagoras hier anbringe, dann müssen wir jetzt eigentlich 50 erreichen. Also die Statistik lügt ja nicht, sag ich mal. Okay, machen wir mal. Auf dem Weg zur 50. Ah, verdammt, Mist. Oh, der ist ja völlig entfleucht. Oh! Oh! Ah, naja. Naja. 45. Okay, 184. Ja, guck dir den mal an. Nein, das ist ja nichts ist das, Junge. Nicht. Tut mir leid, aber dieses Spiel kannst du. Nix vorab. Da kommt nichts Gutes bei raus. Okay. Feierabend, Freunde. Das war die erste Staffel. Schlag den Raben, wenn man so will. Wenn euch der Part gefallen hat, macht das auch gerne kenntlich mittels eines Daumen und oder Kommentars. Ansonsten, wie immer, sehen wir uns im nächsten Part. Ja, bis dann sage ich tschüssi, Leute. Voilà, du Heeres und bis bald.